Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tierfreund TV aus dem Eifeltierheim in Altrich. Neben mir steht Herr Kordel, Leiter des Eifeltierheims. Hallo Herr Kordel. Hallo. Welche Katze möchten Sie uns denn heute vorstellen? Also heute stellen wir Lotte vor. Lotte ist vor kurzem erst gekommen, aber sie kommt mit dem Tierheim an sich nicht so gut zurecht. Sie ist eine wunderbare Katze, wenn sie allein gehalten wird. Dadurch, dass aber hier immer wieder neue Tiere ins Tierheim kommen, ist sie sehr gestresst und das wirkt sich halt auch auf ihr Verhalten aus. Und deshalb wären wir halt froh, wenn sie schnellstmöglich ein neues Zuhause bekommt. Alleine gehalten, beste Katze von der ganzen Welt. Das heißt, man kann sie nicht mit einer anderen Katze zusammenhalten. Wäre es denn vorstellbar, mit einem Hund zum Beispiel die Katze zu halten? Also ich glaube, sie ist so ein Prinzesschen und möchte auf jeden Fall alleine alle Aufmerksamkeit auf sich gerichtet sehen. Also ich glaube da auch nicht, dass da ein Hund jetzt von Vorteil ist. Sie möchte ganz alleine und nur seine Bedienstete, damit sie gut versorgen. Gibt es irgendwelche anderen Dinge, die bei Lotte zu beachten sind? Vielleicht Komplikationen, die schon mal aufgetreten sind? Nein, eigentlich nicht. Es ist wieder so, dass ein Kind eine Katzenhaarallergie bekommen hat, schweres Asthma und deshalb wirklich schweren Herzens das Tier auch abgegeben wurde. Sonst eigentlich nichts. Sie hat halt etwas längeres Haar. Es könnte sein, weil sie Freigänger ist auf jeden Fall und sie draußen sich halt ein bisschen was mit Schmutz oder von den Hecken was einsammelt, dass man sich dann ein bisschen um das Fell kümmern muss mit Bürsten und sowas. Aber im Großen und Ganzen versorgt sie sich schon selber. Das heißt, eine Bedingung ist auf jeden Fall, dass man über einen Garten verfügt, wo die Katze dann auch Auslauf hat. Genau, das muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Sie kommt auch sehr gut damit klar. Straßenverkehr kennt sie, sollte natürlich auch nicht Hauptstraße sein, aber sie ist auf jeden Fall gewohnt, nach draußen zu gehen. Sie ist 2005 im Juni geboren, ist also auch geimpft, getestet, ist soweit alles okay, keine Krankheiten, die wir kennen. Ja gut, vielen Dank, Herr Kordel. Liebe Zuschauer, falls Sie Interesse an Lotte haben oder eine andere Katze aufnehmen möchten, dann melden Sie sich doch bitte beim Eifeltierheim. Das war's für heute von uns und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Tierfreund TV.